Nachdem wir jetzt schon öfters die Minecraft Pocket Edition mit Eden World Builder verglichen haben und euch immer gezeigt haben, in welchen Kategorien welches Spiel besser ist, lassen wir heute die Minecraft Pocket Edition gegen Mine Builder antreten, da wir einfach denken, dass Mine Builder die deutlich bessere Minecraft-Alternative im App Store ist als Eden World Builder, denn Eden World Builder hat schon doch jetzt in letzter Zeit stark nachgelassen, denn die Entwickler bringen auch einfach kein Update raus, obwohl sie schon lange angekündigt haben. Und Eden ist eigentlich auch ein bisschen anders. Und Minebuilder ist schon mehr Minecraft-mäßig. Deswegen vergleichen wir heute diese beiden Apps. Die Apps sind jetzt, also Minecraft Pocket Edition ist auf dem Stand von 0.6.1. Das heißt, wenn ihr das Video in ein paar Monaten später anschaut, dann kann ja sein, dass die Minecraft Pocket Edition schon auf 0.7.0 ist und deshalb wieder mehrere Funktionen bekommen hat. Deswegen schreibt dann bitte nicht in die Kommentare, dass das Video schlecht ist, weil wir Sachen vergessen haben. Nein, die haben wir nicht vergessen, sondern heute nehmen wir das Video auf und da ist Minecraft Pocket Edition auf 0.6.0. Und ja, dann fangen wir jetzt auch mit dem Video an. Viel Spaß dabei. Genau, wir gehen jetzt einfach mal gleich in Minecraft Pocket Edition. Wir haben hier ein Hauptmenü, da können wir jetzt eben, hier können wir eben lokal Wi-Fi mit einem anderen spielen. Das heißt, wir können in unsere Welt gehen und können dann eben einstellen, dass ein anderer, wo im gleichen WLAN-Netzwerk ist, auch in der Welt spielen kann. Der kann sich dann auch, wenn er wieder rausgeht, die Welt auf sein Gerät tun. Dann haben wir eben hier den Singleplayer. Dann drücken wir jetzt mal auf eine neue Welt erstellen. Dann können wir jetzt hier einen Weltname eingeben und hier auswählen zwischen Survival und Creative. So bei Survival, dass wir eben überleben müssen und dass wir sterben können und uns die Items eben sammeln müssen. Creative, dass wir fliegen können und alle Ressourcen haben. Dann können wir noch ein Seed eingeben. Dann gehen wir jetzt mal rüber zur Mine Builder. Da können wir auch auswählen zwischen Single Player und Multiplayer. Nur der Multiplayer ist dann auch von der ganzen Welt und zwar muss man, der läuft dann über einen Computer, da muss man den Server dann eben laufen haben. Allerdings, um online spielen zu können, muss man sich auch noch in den Minebuilder Forum ein Konto erstellen. Was natürlich kostenlos ist. Aber ihr könnt halt wie bei der Minecraft PC-Version Server erstellen, die dann auf dem Computer laufen. Genau, dann haben wir jetzt mal, erstellen wir mal eine neue Welt. So, dann können wir jetzt eben hier den Namen eingeben und von verschiedenen Modi auswählen, auch Survival, Hardcore. Das gibt es eben in der Minecraft PC Edition auch. Das ist dann eben schwieriger. Und wenn man stirbt, ist die Welt dann auch gelöscht. Das gibt es bei der Pocket Edition bis jetzt noch nicht. Dann Creative in der Minecraft Pocket Edition sind eben die Modi. Dann können wir hier noch verschiedene Typen. Zum Beispiel hier Gebirge, also dass es ganz normal ist, so in der Minecraft Pocket Edition. Oder dass die Welt eben ganz flach ist, was es der Minecraft PC-Version schon gibt, allerdings in der Pocket Edition nicht. Dann haben wir noch Skyblock, das ist eben eine Adventure Map für Minecraft. Und dann war es das mit den verschiedenen Welttypen. Also, ihr seht schon, Minebuilder bietet deutlich mehrere Möglichkeiten, was man für eine Welt erstellen kann und ist ja im Prinzip auch näher an der Minecraft PC-Version dran, weil die Pocket Edition hat noch nicht so viele Funktionen. Genau, wir gehen jetzt einfach mal in eine Welt rein. Genau, jetzt sind wir hier zum Beispiel in Skyblock drin. Dann haben wir hier die Steuerung, das ist eben hier so ein Steuerkreuz. Dann können wir so steuern und so umsehen. Wenn wir hier drauf drücken, dann baut er ihn hin. Wenn wir hier so drauf bleiben, dann baut er den eben ab. Hier kann man noch hüpfen.
Genau, dann hatten wir hier noch Einstellungen. Dann haben wir hier noch das Inventar, das ziemlich klein ist. Das könnte eigentlich größer sein. Und hier haben wir noch Quickcraft. Das ist eben wie bei Minecraft immer. Kann man auch so wie an der PC-Version, wenn man ins Inventar geht, dann hat man ja auch so ein kleines in Craft-Fenster und das hat man hier eben auch. Zu den Blöcken in MindBuilder gibt es 78 Blöcke, darunter sind auch die Items, also die Werkzeuge und so. Und es gibt einen Block, nämlich einen Aufzug, den gibt es in Minecraft nicht, sonst sind es die Blöcke, die es in Minecraft eben auch gibt. So, jetzt gehen wir mal in eine Minecraft-Welt, gehen jetzt einfach mal in eine Survival-Welt. Da haben wir jetzt eben hier so ein Steuerkreuz, über das wir laufen können. Und in der Mitte den Knopf zum Hüpfen. Genau, und wenn man kann auch, das kann ich kurz mal zeigen, ich baue hier mal kurz die Blöcke weg. Jetzt seht ihr auch schon, wie man abbaut, und zwar auch, wenn man drauf bleibt. Und so sieht man eben auch um. Und wenn man läuft und da ist eben ein Block über einem, man läuft dagegen, dann springt der nämlich automatisch da drüber. Genau. Und da gibt es in Minecraft Pocket Edition eben 103 Blöcke, da sind dann auch die Werkzeuge und alles dabei. Also 103 Blöcke zu 78 bei meinem Bilder. Genau. Dann können wir uns ja hier auch mal hochbauen. Man baut eben, indem man einfach hier drauf drückt und hier auf dem Knopf tut man das Inventar öffnen. Da haben wir dann auch so ein kleines Craft-Interface. Hier kann man auch ein paar Sachen craften und braucht dann eben Crafting Table, um dann mehr Sachen craften zu können, wie zum Beispiel eine Rüstung, die wir hier haben. Wenn ich hier nochmal hier hin, können wir eben eine Rüstung machen. Das gibt es in meinen Bildern nicht. So, So. jetzt sind wir kurz in eine Creative Welt gegangen, um euch das auch noch zu zeigen. Genau, jetzt haben wir hier die verschiedenen Blöcke. Genau. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Netherreaktor, dass wir eben in so einen Nether können. Das gibt es natürlich in meinen Bildern nicht. Auch wenn das jetzt kein richtiges Netter ist, also ist ganz, ganz, ganz anders. Da spawnt man nur in Block aus. Obsidian, und da kommt dann eben ein paar Zombie-Pigments und ein paar Items. Darüber haben wir auch mal ein Video gemacht. Könnt ihr mal gucken, wenn euch das näher interessiert. Genau, wir sind jetzt hier im Creative. Wenn wir jetzt hier die Hüpftaste drücken, dann können wir eben fliegen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach vorne drücken und das Symbol in der Mitte, dann fliegt er eben nach oben. Wenn wir die nach unten Taste und dann die mittlere, dann fliegt er eben nach unten. Ja, dann gehen wir jetzt kurz noch zu meinem Bild, da zeigen wir euch da die Kreativwelt. Genau, wir haben jetzt hier oben hier das Symbol, das können wir anmachen, dann können wir eben hier fliegen, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten und dann Und das ist ist auch normal. deutlich besser gelöst als bei der Pocket Edition. Ganz normal. Dann haben wir hier noch die Items, um die kurz zu zeigen. Wir haben ja wie gesagt den Aufzug, sonst sind es nur Sachen, die es in der Minecraft Pocket Edition oder halt in Minecraft auch gibt. Allerdings weniger Sachen. Und ja, das war's jetzt von der Einführung. Dann legen wir jetzt richtig los mit den richtigen Sachen. So, dann sind wir jetzt wieder in einer Survival-Welt in der Minecraft Pocket Edition und zwar nachts. In der Creative-Welt gibt es keine Nacht und nur nachts kommen auch Mobs. Das heißt, oder beziehungsweise Gegner, Schweine und Hühner kommen natürlich auch in der Creative-Welt. Nein. Aber ja,
Jetzt sind wir eben nachts und da kommen jetzt auch Gegner. Gegner, die es bis jetzt gibt in der Pocket Edition. Skelette, wie ihr sehen könnt. Creeper, Zombies und Spinnen. Also die vier Basismonster, sage ich jetzt mal. Dann noch zu den Tieren. Es gibt eben Hühner, Schafe, Schweine und Kühe. Und die gibt es im Creative nicht. Also Mobs gibt es nur im Survival Mode. Hier haben wir jetzt auch einen Creeper. Kann ich jetzt mit dem Schwert schlagen oder könnt ihn auch mit dem Bogen töten. Den gibt es nämlich auch. Und ihr seht, es ist ziemlich viel los. Gibt ziemlich viele Monster hier. Und auch schön Abwechslung. Ihr seht jetzt drei verschiedene. Spinnen sind seltener, also die haben wir bis jetzt ja noch nicht gesehen. Ganz am Anfang gab es ja nur Zombies. Da war dann alles voll mit Zombies. Jetzt gibt es auch andere Mobs und jetzt sind es auch nicht mehr so viele. Ja, schön. Dann wird jetzt auch schon Tag und dann wechseln wir jetzt zum Mindbuilder. Da haben wir jetzt auch Nacht. Ne, jetzt ist Tag. Aber da gibt es eben Nacht, auch in der Creative-Welt. Und an Tiere gibt es eben nachts einen Gegner, das ist so eine Art, so ein Zombie auch mit einem Kürbiskopf. Und dann gibt es noch Tiere, das sind eben solche Rehe. Und dem bekommt man dann eben auch Nahrung, um sein Leben zu heilen. Genau, dann haben wir jetzt auch die Tageszeiten schon erwähnt. Dann kommen wir jetzt zu Texture Packs kurz. Genau. Können jetzt nochmal kurz zu Minecraft gehen. Und zwar gibt es in Minecraft, man kann Texture Packs installieren. Da braucht man allerdings, dass man das über den Computer machen. Und man braucht aber keinen Shellbreak. Genau. Da braucht man ein Programm namens iExplorer, da kann man dann eben auf das Dateisystem von eurem iOS-Gerät drauf zugreifen. Dann müsst ihr euch halt ein Texture Pack runterladen und die Texturen dann eben ersetzen, die jetzt schon drin sind. Da kann man einfach ein Texture Pack nehmen von der PC-Version, einfach dann die Texturen ersetzen, dann hat man die eben auch. Könnt ihr ja mal in YouTube eingeben, da gibt es sehr viele Videos zu diesem Thema. Genau, und bei Mindbuilder, da gibt es die auch offiziell, und zwar kann man die im Forum runterladen und da braucht man eben auch einen Computer und iExplorer, um das zu installieren. Also der Preis von der Minecraft Pocket Edition, der ist eben 5,99 und bei Mindbuilder sind wir dann bei 1,59. Jetzt fragt ihr euch sicher, ob was sich jetzt mehr lohnt. Die Minecraft Pocket Edition oder Mindbuilder? Also meiner Meinung nach lohnt sich die Minecraft Pocket Edition mehr, da sie eben immer mehr der zur PC-Version wird. Also da kommen immer neue Blöcke und so dazu. Und es gibt eben mehr Mobs. Und dann wird sicher auch mal auch in Mindbuilder einen Online-Mehrspieler-Modus geben. Das ist aber nicht sicher. Tag und Nacht gibt es ja in beiden. Aber Mindbuilder ist ja auch nicht so teuer, das heißt, könnt ihr euch ja auch angucken. Also zusammenfassend eben nochmal, gehen wir nochmal kurz alles durch. Also Spielmodi gibt es bei Minecraft nur Survival und Kreativ. Bei Mindbuilder gibt es zusätzlich auch noch Hardcore. Dann bei Einstellungsmöglichkeiten kann man eben noch bei der Pocket Edition Seed eingeben. Dafür kann man bei Mindbuilder aber zwischen verschiedenen Landschaften wählen. Und zwar hügelig, flach und Skyblock. Das gibt es ja bei der PC-Version auch. Halt Skyblock nicht, aber die anderen schon. Dann Blöcke,
gibt es bei Minecraft eben 103 und bei MindBuilder nur 78. Ja, Steuerung ist im Prinzip sehr ähnlich, auch wenn wir die Steuerung von MindBuilder ein bisschen besser finden, besonders das mit dem Fliegen. Dann Mobs gibt es eben bei der Pocket Edition Creeper, Skelette, Zombies und Spinnen, böse jetzt. Und Hühner, Schafe und Schweine und Kühe gibt es als Tiere. Allerdings gibt es die nur in der Survival-Welt, da es dort auch nur Nacht gibt. Und bei MindBuilder gibt es hingegen nur Rehe und Kürbismenschen sozusagen. Dann Tageszeiten gibt es bei der Pocket Edition eben Tag und Nacht. Und wie gesagt, im Kreativmodus gibt es keine Nacht und deshalb auch keine Mobs. Bei MindBuilder gibt es Tag und Nacht. Dann Texture Packs kann man sich eben sozusagen inoffiziell runterladen. Wie gesagt, schaut euch da einfach mal ein Video an. Und bei MindBuilder kann man das machen, im Forum eins runterladen und auch gleich installieren, so wie bei Pocket Edition auch. Dann Mehrspieler, was natürlich auch ein sehr großer Unterschied ist. Bei der Pocket Edition kann man eben wie auch bei der PC-Version seine Welt im lokalen Wi-Fi-Netz freigeben und somit können dann andere, die Minecraft Pocket Edition haben, auf die Welt draufgehen und diese dann auch runterladen und auf ihrem Gerät speichern. Bei MindBuilder gibt es richtige Mehrspieler-Server, die man über Computer laufen lassen kann. Allerdings muss man sich da registrieren im MindBuilder-Forum und ja. Genau. Allerdings muss man bei MindBuilder noch sagen, das Spiel hat noch viele Bugs und stürzt auch oft ab. Und das ärgert einen dann natürlich schon, wenn man da gerade was gebaut hat und dann stürzt es ab und dann ist alles weg. Daher würde ich die Minecraft Pocket Edition kaufen und MindBuilder nicht. Ja, also Minecraft Pocket Edition ist natürlich auch eine Investition in die Zukunft, denn wir sind ja jetzt erst bei der 0.6.0, also sozusagen noch in der Beta. Und ihr wisst ja, wie lange die Beta-Phase bei der PC-Version ging. Und ja, beziehungsweise sogar Alpha haben sie dran stehen. Und ja, das war's dann jetzt auch schon von diesem Video. Wir laden auch immer ein Video hoch, wenn die Pocket Edition Update bekommt, indem ihr euch dann alle Neuerungen vorstellen. Das heißt, ihr könnt natürlich gerne abonnieren. Und das war's dann jetzt auch von dem Video. Bis zum nächsten Mal.